ihr Lieben. Jetzt bin ich wieder zurück aus der Türkei und ihr glaubt es nicht, mir fehlt schon das türkische Frühstück. Dementsprechend sind wir heute bei unserem Lieblingstürken Frühstücken bei Meram und wir zeigen euch heute mal, was es Leckeres gibt. Angefangen mit den verschiedenen gefüllten Brötchen, leider meist mit Käse, aber auch neutrale Sachen wie Croissant, Brötchen, Zwiebeln. Mein Verluchter ist schneller als ich. Verschiedene Börek-Variationen, aber auch Tutu und Wurstspezialitäten, Käse, Penyedan, Zeytin, alles, was der Türke liebt. Das ist die Variante hier, wo ich noch nicht rankomme, die kalten Salate, Salma, aber mein Mann liebt es über alles. Und nicht zu vergessen, seine gefüllten Hühnchen. So, wir gehen weiter, langsam. Kommen wir zu den warmen Speisen. Hier kann ich auch vieles empfehlen. Leider esse ich immer hier viel zu viel, weil es so lecker ist. Und wenn wir fertig sind mit den warmen, hängt unser Nachtisch an. Ich werde definitiv bei Baklava und Krapus landen. Mein Mann ist eher für Milchreis zu haben. Und da das Trinken nicht fehlen darf, haben wir auch noch Saft und Tee sowie Kaffee im Angebot. Vielleicht möchte mein Mann auch noch was sagen. Etwas Leckeres haben wir in Hamburg noch nicht gefunden. Es gibt sehr viele Angebote von verschiedenen Restaurants, aber noch nirgendwo gab es so ein Buffet, mit anderen Worten ein Brunch-Frühstück. Ich kann es euch nur empfehlen. Freunde, die mit uns schon hier waren, sind sowas von begeistert und sagen, wir haben das sowas noch nie gesehen, wenn überhaupt in einem Urlaub, wo man All You Can Eat haben kann. Wir können euch das alles nur empfehlen. Ich habe das Wichtigste vergessen. Die Gözleme sind so lecker. Die müsst ihr probieren. Die sind das Beste. Mit den Gözleme meint sie das hier. Das wird frisch gebacken, sag ich mal. Und mit verschiedenen Füllungen bestückt. Mit Kartoffeln, mit Käse, mit Hack und Käse, was ist das? Spinat und Schafkäse. Spinat und Schafkäse. Ja, alles sehr lecker. Also ich komme schon seit Jahren hierhin. Und Taze kennt mich schon seit Jahren. Und heute erst hat sie meine Verlobte kennengelernt, weil vorher haben wir die Möglichkeit nicht gehabt. Je nach Füllung hast du wirklich völlig verschiedene Geschmäcker und wie gesagt, ich war überall schon essen, aber diese Gözleme habe ich nirgendwo anders gefunden, nicht mal bei Mutti.